Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Trust and Betrayal mit Marv Craft. Ja, hallo, Marv Zock heißt der. Marv Zock. Marv Craft. Mit 45 Namen. So viele Namen hat er. Kannst du dich ins Bett legen irgendwie? Ja, kann ich. Ja. Wollte ich sowieso mal machen. Das Gewitter zu unheimlich. Ja. Mach das nicht. Nicht, dass da wieder der Blitz einschlägt und mein Dino weg ist. Zack, weggebomst. Hat nicht funktioniert, glaube ich. Doch. Doch, doch. Hat doch funktioniert. Ich muss jetzt in dieser Folge hier einfach mal ein paar Fackeln hinwerfen. Damit hier nicht andauernd irgendwelche Viecher an meiner Treppe spawnen. Ja, super mit Viechern. Super mit Viechern. Es geht. Total awesome. Ich finde, es geht. Nicht so richtig gut, aber. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich fliege mal kurz in den Nether und guck mal, ob ich da noch mal irgendwas kriegen kann. Jetzt, wo kein Roder da ist, ist das ja... Was willst du denn kriegen? Irgendwelche Rohstoffe, irgendwelche geilen. Blaze vielleicht. Ja, ich habe letzte Folge auch eine Farmfolge gemacht, die war unglaublich spannend. Meine Güte. Die Klickzahlen gingen durch die Decke, sozusagen. Aber ich habe schon gesagt... Ich habe schon gesagt, also liebe Leute, in der nächsten Folge wird's besser. Dann habe ich einen Alleinunterhalter dabei und der darf jetzt heute sein Ding machen. Muss nur noch warten, dass er kommt. Okay. Okay. Haben wir ja Glück gehabt. So, gibt's hier unten in dem geilen Raum irgendwas Neues? Nee, ne? Ich glaube, ich komme mit in die Dings, in den Nether, weil ich Zeug mehr habe, kein Glowstone. Ich habe auch nicht so viel Glowstone. Also ich bin hier vorm Portal noch, gerade. Ja, kannst du schon reingehen, ich bin gleich hinter dir. Ich bin gleich da. Das sagte sie auch und dann war sie weg. Nur kurz die Gerät. Nur kurz, ja. Wie kam die wieder? Doch, nur einmal ganz kurz, um sich ihre Sachen abzuholen. Und da war ich nicht da. Ja, blöd gelaufen. Ach, Feuerschaden können wir auch, glaube ich, nicht mehr nehmen, ne? Natürlich super. Mit Fallschaden kriegen wir auch keinen mehr, das ist viel besser. Ne, mit Gene. Fallschaden? Ja, kriegst keinen Fallschaden mehr. Stimmt. Die Zeit ist vorbei. So, aber ich mache mir ja schnell zur Bett. Hier muss doch irgendwo. Jetzt haben die Roten aber wahrscheinlich auch schon alles abgeerdet, ne? Ja. Viele Sachen wurden auf jeden Fall schon abgeerntet. Das merkt man richtig, wenn du hier rumfliegst. Ja, das ist wirklich. Du musst richtig suchen, bis du was findest. Habe ich einen Glowstone gefunden. Einen. Ein. Ja, es ist wirklich einer. Der hängt da so rum. Ende. Naja, gut. Ich wollte ja eh nur eine Lampe bauen. Licht wird eh überbewertet. Vier Dinger, oder? Ja, genau. Bringt denn Kobalt? Kann es auch schmelzen, glaube ich. Jemand vergessen offensichtlich. Dann kann es wohl nicht gut genug gewesen sein. Wenn es dicht beim Spawn ist, war es entweder nicht gut genug oder war einer zu faul. So. Aber so, dass wir dem Rohstoffe sammeln, dass wir dann mal ab und zu Folgen machen müssen, das ist ja leider so. Wir müssen ja alles aufnehmen. Genau. Schicksalsschläge eines Trusted Betrayal-Spieler. Der Vorteil ist halt, dass jeder das machen muss. Ja, richtig. Dann man schnurrt sich zu den ganzen Sachen. Soul Sand? Hast du das nicht gesagt, dass auf Soul Sand irgendwas wächst? Ja, da wachsen die Nederwarzen drauf. Sonst nix? Ich weiß nicht, ob die Bäume aus dem Nether da drauf wachsen, aber die Nederwarzen tun es auf jeden Fall. Na, er will schon eine Warze haben. Na, freiwillig. Die sind eigentlich ganz cool. Ich wollte ja eigentlich mal gucken, dass ich noch irgendwie mir so ein, wie nennt sich der? Na, so einen Braustand baue. Ein Braustand? Ja.
So ein Brewing Stand. Und dazu halt brauchst du Netherwarzen oder was? Ja, für die Unsichtbarkeitstränke, ja. Okay. Das schmeckt bestimmt super. Ich bin gerade in die Lava gefallen. Hätte ich nicht die Gene gehabt, wäre ich verreckt. Das ist krass. Gut gemacht. Ich weiß nicht, wie ich da reingefallen bin. Ah, hier ist ein Dings, hier ist ein Schloss. Das ist schon mal gut. Oder eine Burg. Was denn hier? Ein großer Magma-Cube. Oh. Der wird dann, das ist wie so ein Slime, der wird dann zu kleinen Magma-Cubes. Brightness eigentlich auf hoch. Ja. Viele kleine Magma-Cubes. Schauen wir mal. Der nice! Das ist ja so geil, es ist nur noch ein ich bin nur noch ein fliegender Hut. Das ist ja das Beste, ey. Das ist ja cool. Den nehme ich. Kommst auch überall durch, ne? Sieht das geil aus. Ich bin nur noch ein fliegender Hut. Ist das geil. Ich kann auch ein Typ mit Hut sein. Ne, ich kann ein fliegender Glasding. Das ist ja super. Das ist ja richtig witzig jetzt. Muss ich nur gucken, dass ich jetzt ein... Ich könnte ein fliegender Minecart, ein fliegendes Minecart sein. Ein fliegendes Minecart? Genau. Achso, weil du einen Hut als Minecart hast, oder? Genau. Awesome. Genau. Ah, dass die Chest ohne Loot war, das hätte ich mir auch denken können. Mal alle, muss ich gerade mal hier alle Hüte durchklicken, ey, damit ich das erstmal richtig finde, was richtig cool aussieht. Und dann bleibst du einfach in der Form und kommst nie wieder zurück. Wahrscheinlich. Das ist cool. Nicht der dreiköpfige Affe, ey. Der dreiköpfige Affe. Ja. So schnell geht das. Ich habe immer noch nicht wirklich mehr Glowstone gefunden. Nur wenig. Ich habe auch nur einen Blazeblock gefunden, aber ich habe schon mal das Schloss gefunden. Müsste ich mir eigentlich markieren. Ja, also. Das ist ein Schloss. Ja, so eine Netherburg, Netherfestung. Okay. Oh, hier ist Magma Slime. Bin wieder runtergefallen. Magst du keinen Magma Slime? Nee. Ich bin doof. Magma Slime ist doof? Es sei denn, die sind so klein, dass man nur die Hüte hat. Ja, dann sind sie cool. Völlig richtig. Nichts gegen dich. Ey, ich find's super. Komm nicht auf die Größe drauf an, sondern auf den Hut, den du trägst. Ah, hast du das denn gehört? Kannst du in so einem schlauen Buch. Feng Shui für Anfänger. Hut Shui. So. Head Adventures. Feng Shui's Head Adventure. Ja, klingt doch gar nicht so schlecht, finde ich. Also das ist... Ich finde auch, das kann theoretisch was Gutes sein. Also, eventuell. Muss was mit Hüten zu tun haben. Ja, ja. Der irre Hutmacher. Ja, ihr merkt schon, liebe Leute, wir haben unglaublich spannende Themen heute. Ja, leider. Ich bin hier manchmal so abgelenkt von diesen ganzen Sachen, die hier... Da fällt gerade Glowstone vom Himmel. Nee. Doch. Warum fällt der Glowstone awesome. Vom Himmel? Awesome, weil ich ihn abgebaut habe. Despawn irgendwelche Sachen bestimmt. Ich glaube, ich habe mich jetzt verlaufen, das ist nicht so geil. Wärst du unter mir, dann hätte das mein Glowstone sein können. Und ja, aber... Ich hab Glowstone abgebaut. Glowstone? Das ist Slime. Bloodwood. Ich wollte mal gucken, was ist das denn? Netherrack? Ach, und Netherrack ist cool.
Ja, mal gucken. Ghast. Nee, also das Bloodwood wächst auch auf, hier auf jeden Fall auf Netherrack. Okay. Ich wusste das nicht, ich weiß nicht, ob das Netherrack war oder... Also du kannst es dann offensichtlich nicht in der normalen Welt anbauen. Doch, du kannst doch Netherrack mitnehmen. Ja, aber das bringt ja nichts. Das habe ich ja schon gemacht. Ich habe den Baum mit Netherrack angebaut. Und das hat nicht funktioniert. Der ist nicht gewachsen? Nope. Ich konnte machen, was ich wollte. Er kam egal, einfach nicht. Was du hier gemacht hast. Vielleicht braucht er auch Dunkelheit oder so. Es ist ja auch schon mal dunkel so. Vielleicht sollte ich ein bisschen Lava drumherum schütten. Da freuen sich die Leute, die unten wohnen. Ich glaube, Team Ron hat unten drunter ein Haus. Unten drunter unter was? Unter meinem Baum. Echt? Wo du denn hinwächst. Nur so ein kleines. Ja, stimmt, die wachsen, wachsen die auf dem Kopf? Sind das die? Die wachsen auf dem Kopf und wachsen dann nach unten. Ja, das war schön für Team Rot, ne? Ja, dann haben sie auf einmal so einen Baum in der Hütte. Für. Das ist Gewalt der Natur. Genauso wie wenn da ein Blitz einschlägt oder so, ist auch blöd. Ja, und das Haus abbrennt, das ist blöd. Aber schon, ne? Kann ich nichts für. Doof gelaufen. Ich versuche hier keine Häuser mehr abzubrennen. Seitdem ich Feuerbälle werfen kann, wird es immer schwieriger, aber ich versuche. Ich habe letztens eine Folge von irgendjemandem gesehen, von MJ war das, glaube ich. Er hat nur so, wenn ich dann aus Versehen einen Feuerball auf Team Rot werfe. Oder auf das Haus von Team Rot. Da hat sich noch keiner reingetraut in diese Dinger, ne? In welche Dinger? In diese Säulen, die hier im Nether stehen. Nee. Mit so einem Schlauch nach unten. Ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, was da drunter ist. Ich auch nicht. Muss ich erstmal schnell mein Inventar loswerden, bevor ich sterbe. Wenn ich schon zum Sterben gehe, dann weiß ja noch nicht mal, ob du stirbst. Nein, aber vielleicht. Es könnte ja alles passieren. Ich könnte eine unglaubliche Erfahrung machen und plötzlich passierte Folgendes. Plötzlich passierte etwas Unglaubliches. Ach scheiße, das Viech brennt ja, wenn es rennt. Zünde ich damit Holz an? mit dem Magma-Typen? Weiß ich nicht. Brennt er? Ja. Lauf mal zu Team Rot, ich glaube, die haben Holzhäuser gebaut. Ja. Das ist Gewalt der Natur, hast du eben schon gesagt. Nee. Kannst du leider nichts für. Ich glaube, ich zünd nichts an. Ich will eigentlich ungern das hier an dem Haus testen. Das ist Team Blau. Wem gehört denn das Haus? Ach, DJ, der spielt so viel, der hat da kein Problem mit. Der freut sich darüber, wenn er was zu tun hat. Dann legst du ihm ein Dia vor die Tür und schreibst sorry. Shit happened, ey. War nicht mit Absicht. Also, es kommen Flammen, es sieht ganz schlimm aus. Aber es passiert, glaube ich, nichts. Sieht ganz schlimm aus, alles steht in Flammen. Aber es passiert nichts. Dann ist ja alles gut. So. Ich muss jetzt gucken, ob ich hier nochmal rausfinde. Mein Orientierungssinn passt nämlich auf den Teelöffel eigentlich. Oh, auf den Teelöffel? Ja, wenn überhaupt. Ist auf jeden Fall nicht so geil. Das ist doch schon gar nicht so schlecht. Ich finde, ein Teelöffel ist schon relativ wenig. Ach was. Verkauf dich deswegen mal nicht unter Wert. Das Schöne ist ja hier, dass wir wenigstens noch Waypoints haben. Im klassischen Minecraft, da kriege ich gar nichts hin. Er spielt schon Classic Minecraft. Macht keiner, ich weiß. Nee, die Zeiten sind vorbei. Das ist sowas von 2013. Ja, aber ehrlich. Mann, ey. Ich spiele im Moment Amazing Spider-Man 2 fürs Tablet. Und das sagt auch eine da. Mann, das ist aber sowas von 2013, was du da so machst. Ist das nicht Platz 1 im App Store gewesen oder so? Eine Zeit lang, ja. Aber nur, weil es, glaube ich, ja, umsonst war. Muss das ja gut sein. Ja. Oder halt 2013. Das ist sowas von 2013. Naja, nee, also es ist okay. Aber das war's. Es ist okay. Ja. Es ist jetzt nicht, dass du ins Bett gehst und sagst, oh, jetzt nochmal eine Runde Spider-Man.
Schnell eben hier. Boah, hab ich da jetzt Bock drauf, ey. Apropos Spider-Man, hier ist irgendwie so eine fette Spinne unter mir, die jetzt meint, sie müsste mich irgendwie angreifen. Und jetzt tötest du eine und dann kommen da vier kleine raus. Das ist ja... So, da haben wir. Ich rasiere jetzt mal Nefis Schafe hier, ey. Das warum? Traust du dich? Ja, aber warum hat denn der nur graue Schafe? Ich brauch weiße Wolle. Darf ich eigentlich seine Viecher töten? Von Nefi? Nee, ne? Ich glaube, solange du... Also, du dürftest jetzt ein Schwein töten, wenn du dann halt mit Karotten ein neues machst. Also. Ich will es lieber nicht riskieren. Beziehungsweise, da tut er, glaube ich, nichts. Sobald du es halt reproduzierst, ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Aber wenn du jetzt irgendwie alle töten würdest, ist es, glaube ich, nicht so geil. So ein Mörder! Ich glaube, ich finde nie mehr nach Hause. Das war's, liebe Zuschauer bei mir. Jetzt gibt's die nächsten 100 Folgen um Nether. Naja, irgendwann ist alles vorbei, nicht wahr? Aber freut euch, ich baue ein Haus aus Netherrack. Gestrandet, einsam und allein im Nether. Hier sind auch diese Säulen. Ach, warst du da jetzt schon drin? Nee, ne? Nee, ich hab mich noch nicht getraut. Auf einmal ist Goro bei Best Friend of the Nether Boys, ey. Ich hab irgendwie Angst, da runter zu fliegen. Soll ich's mal probieren? Nee, ich lass es liegen, oder? Alle haben Angst. Alle haben Angst. So, was habe ich hier? Oh, Wolle. Wer hätte damit rechnen können? Scheiße. Hab ich Goros Dinger da rasiert und hab hier trotzdem Wolle rumliegen. Lass es lieber. Goros Dinger rasiert? Das willst du doch nicht wirklich weiter ausgeführt haben. Nein, eigentlich nicht. Na, also. Das ist alles gut, wie es ist. Ich wollte gerade sagen. Ernsthaft? Ups. Also ich glaube, ich verwandle mich wieder zurück, ey. Auf einen Scheißladen, sagst du? Ah, oh, ich habe das Portal wieder gefunden. Wow. Kein Bock mehr auf den Scheißladen? Was für ein Scheißladen? Das war auch in irgendeinem Film, glaube ich. Sagt er das auch, kein Bock mehr auf den Scheißladen. Hier, da geht er. Tja. Weg war er. Kein Glowstone hier, weit und breit. Alles abgefrühstückt. Gibt's nicht ein Carpenter-Bett? Doch, da. Carpenter-Blocks. Carpenter-Blocks. Hatten wir Unterwasserarmung auch drin? Ich so, ja. Alles dabei. Alles da, alles. Versuch's jetzt in dieses Loch reinzuschwimmen. Das ist nie leicht, Löcher zu beschwimmen. Okay, das bringt nichts. Die stehen ja meistens über Lava und weil da Wasser drin ist, macht das Obsidian da drunter. Klingt nicht so gut. Ich weiß nicht, ob da was Cooles ist. Ich weiß das auch nicht. Wenn man das Obsidian, aber dann müsste ja nur in die Lava gehen, die ganze Zeit dann ja. So, Lava cool. Ist überall. Das war total scheiße, das wollen wir nicht. Ja, voll blöd, die Lava. Mr. Lava Lava. Sehr gut. Das fand ich jetzt wirklich witzig. Das war ein Reim, den habe ich noch nie gehört vorher. Ich auch nicht. Also, Mr. Lava Lava ist schon echt cool gewesen. Also, muss ich schon sagen, das war echt komisch. Ich habe echt alles versucht, was ich konnte. Meinen ganzen Mut zusammengenommen, um diesen Witz zu bringen. Mr. Lava Lava haut heraus. Jetzt ist Schluss hier. Ich fand's wirklich nicht schlecht. Das ist was anderes. Scheiße ist das. Mr. Lava Lava. Ich geh jetzt in meinem Haus und geh sterben. Tja. Hattest du dir eigentlich schon solche Minions gebaut? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, doch. Echt? Mhm. Wollte ich auch mal ausprobieren. So, ein Blaze Rod. Kann ich da jetzt auch noch eine Farbe zuweisen? Muss ich doch mal gucken. Kann ich. Meinst du, ich kann. Das weiß ich gar nicht, ob ich das kann. Geht das? Was möchtest du? Ich wollte eigentlich dem.
dem Sofa eine andere Farbe zu weisen, aber so geht's auch. Ich hab mir jetzt ein schönes Sofa gebaut. Doppelsitzer. Kann man Sofas bauen? Wenn man kreativ ist, schon. Treppen und Schilder oder was? Sowas in der Art. Na und? Es sieht voll episch aus. Ist super. Es ist auch super. Ein schönes Sofa in meinem Zimmer. Jetzt muss ich, will ich hier eigentlich noch einen Großbildfernseher hinmachen. Aber dafür muss ich jetzt erstmal hier alles sortieren und da habe ich eigentlich schon wieder keinen Bock drauf. Hab da nämlich noch eine Kiste stehen und die nervt mich jetzt schon, dass sie da steht. Ah, Fehler gemacht, scheinbar dann. Naja. Nochmal neu. Offensichtlich alles. Alles. Komm, reiß das ganze Haus doch nochmal ab. Zack, zack. Weg ist es. So schnell kannst du gar nicht gucken. Setz doch deine Minions an, die bauen dir das ab. Könnt auch diese tolle Axt benutzen. Das geht ruckzuck, dann ist das ganze Haus futsch. Für die Minions brauchst du den Master Staff, ne? Mhm, genau. Oh. Ich finde, du kannst auch sogar auf dem Sofa liegen. Richtig gemütlich ist es. Jetzt muss ich mir das angucken. Richtig gemütlich. Könnt ihr noch ein drittes hinsetzen, hier so. Eigentlich auch nicht schlecht. Das mache ich noch. Oben auf dem Dach läuft eine Spinne rum. Na und? Die verfolgt dich. Mich? Ja. Die weiß gar nicht, wo ich bin. Carpenter's Bett. Mhm. Das sieht ja kuschelig aus, wa? Schon, gell? Doch schon witzig. Ja. Das ist schon kuschelig. Das ist schon kuschelig. Warte, jetzt kommt noch ein weiteres Ding da dran. So. Das sieht irgendwie nicht so gemütlich aus jetzt. Ist falsch rum, wa? Naja, wenn ich es andersrum mache, dann ist da so ein Holzding. Oh, wolltest du ein Ex-Sofa machen? Ja. Ach so, jetzt verstehe ich das. Es verbindet sich dann nicht. Es verbindet sich halt nicht. Sieht dann da aber so kannst bisschen... du nicht nochmal so ein Zwischenstück machen? Nee, das ist kein Zwischenstück. Das ist ein Bett. Das ist komplett. Warum ist so. Das andere nur halb? Welches andere ist halb? Das hier ist doch nur halb, oder? Nee, das ist ganz. Also bei mir fehlt hier ja ein Stück. Da bin ich einfach nur blind. Äftel? Das geht doch. Oder nicht? Ach ja. Ist das so ein Skyrim-Hut auf, oder was ist das? Ja. Der Wikinger-Helm. Sieht doch gar nicht schlecht aus jetzt, nachdem das ganze Holz rausgeflogen ist. Nicht wahr? Müsste doch eigentlich gehen so. Muss ich noch zwei Holzblöcke holen, damit ich den einfärben kann hier. Ein Fernseher noch hin? Und dann ja, ja. Der kommt da halt auch noch hin. Kommen alle zum Fußball gucken, ne? Genau. Kommen sie alle zum Marv zum Fußball gucken. Ja, jetzt, das Zwischenstück hat bei mir gefehlt hier eben. Okay, jetzt ist es da. Ja. Na. Also ich kann es nicht einzeln bauen. Das ist ein komisches Minecraft, du. Was? Das ist ein komisches Minecraft. Ja. Und so Special-Dinger bauen hier. Sind das auch Betten, wo du dich wirklich hinlegen kannst? Mhm. Awesome. Klappt alles. Das heißt, wenn man schlafen will, kann man einfach vorbeikommen. Wer bei mir schlafen will, kann vorbeikommen, das ist richtig. Na? Du lädst auch ein zum Schlafen. Das ist quasi Marvs Jugendherberge. Meine kleine Bettenfarm. Frühstück ist nicht mit drin, also das muss man selber. Das sollte man dann auch möglichst selber mitbringen, das ist richtig. Aber ansonsten. Das ist eine Jugendherberge, mit eigenes Frühstück mitnehmen. Ja, New Style Plus nenne ich sowas. Ein minimalistischer Stil, ne? Weniger ist manchmal mehr. Die Leute wissen doch gar nicht, was sie davon haben, wenn sie nicht wissen, dass sie es nicht mehr haben. Meinst du, dass es so ist? Ich bin gerade selber am Überlegen, warte mal. Und in meinem Kopf nur so, was? Ja, genau, das ist bei mir auch gerade so, Moment mal, das klang jetzt irgendwie ganz schön doof. So, ich mach mir jetzt hier so einen. Ich komme immer wieder auf Müllkisten zurück, ehrlich.
Ich mache ja immer wieder Kisten, die aus, die, wo die, also der Inhalt einfach nur im Müll ist. Die unsortiert sind. Ich müsste eigentlich auch so ein ganz tolles Kistensortierungssystem hier bauen, damit ich endlich mal klarkomme. Dann alle meine Kisten klar, damit verlinken. Aber allein, um das zu machen, muss ich erstmal so weit kommen. Das kriege ich ja schon gar nicht hin. Im Prinzip ist es, glaube ich, gar nicht so schwierig, wenn du erstmal den Dreh raus hast. Genau. Aber so lange drehst du halt einfach ein bisschen am Rad, bis du den Dreh raus hast. So lange musst du halt echt irgendwie 80 Tutorials angucken oder keine Ahnung, was man da macht. Ja. Wikis lesen. Was man halt so macht, ne? Ja, was man halt so als Let's Player macht, um nicht wie der letzte Depp da zu stehen. Danke. Sehr sympathisch. Ich muss das ja selber machen, das ist ja das. Ja, ja. Sagte der Mann, der 45 Folgen hatte und alles wusste. Hä? Ich habe keine 45 Folgen. Natürlich. Sogar noch weniger als du. Nein. Doch. Das stimmt ja mal gar nicht. Das schon mal weit machen. Nimmst du immer mit Verdemis auf und Nephilis. Ich nehme mit Verdemis und Nephi auf. Das? Was? Ich nehme immer mit Nephi und Verdemis auf. Ja, du hast ja auch 800 Folgen, so wie die. Mhm. Auf Platte. Hoch, also auf der hohen Kante. Auf der hohen Kante habe ich die. Ja. Für schlechte Zeiten. Du musst eigentlich gar nicht mehr spielen. Eigentlich nicht. Was mache ich das hier eigentlich? Ich wollte eh gerade gehen. Schönen Tag noch. Was mache ich hier eigentlich? Du lachst, unsere Folge ist wirklich zu Ende. Tschüss.